Was geht so, liebe Leute? Willkommen zu einem weiteren spannenden Part von Let's Play Pokémon Schwarz und Weiß 2 hier bei Crush 40Freak89. Ja, weiter geht's nun durch diese, durch diese Wohngegend hier. Vor 2 Jahren war das ja noch eine einzige Baustelle. Und nun hat sich hier alles total verändert. Also, vor 2 Jahren, sage ich. Also praktisch zur Geschichte von Schwarz und Weiß 1. Und jetzt hat sich hier alles total verändert. Es ist hier eine einzige Wohngegend, in der wir jetzt gelandet sind. Hier haben wir natürlich mit allerlei Trainern zu tun gehabt, wie Rabauken oder Polizisten zum Beispiel. Und nun, bevor wir jetzt nämlich nach Iono City aufbrechen, wollen wir hier noch den Wüstenresort aufsuchen. Dort erwarten uns bestimmt auch noch einige Trainer. Und ich bin noch immer auf der Suche nach einem Feuerstein für meinen Vulcano. Denn ich habe nämlich mal im Internet gelesen, dass es ich habe ein klein bisschen gecheatet, aber auch nur bezüglich des Feuersteins zum Beispiel, dass man den schon dort im Wüstenresort finden kann. Und dorthin werden wir uns jetzt aufbegeben. Was hast du noch dazu zu sagen? Der alte Palast ist im Ganzen mit Sand. Eines Tages sind auch die Erinnerungen an und für immer verschollen. Der alte Palast, das wirkt für mich auch, das erweckt für uns auch Erinnerungen, Entschuldigung. Gibt es einen kleinen Kommentarfehler für diesen Booster dazwischen? Okay, dann machen wir jetzt mal auf und checken den Wüstenresort aus. Da ist er. Und hier ist schon regelrecht der Sandsturm. Mal sehen, was wir hier Schönes an Pokémon finden. Am besten steige ich vom Fahrrad. Ach, das ist die Karte. Ich wollte vom Fahrrad absteigen, bitteschön. Danke. So, checken wir mal aus, was es hier für hübsche Pokémon gibt. Na, taucht dir mal eins auf. Hallo, Erde, ein Pokémon, bitte melden. Hallo. Hallo, jetzt kommen sie. Wenn man sie mal nicht braucht, dann tauchen sie ganz schön oft auf, aber wenn man sie braucht, dann tauchen sie fast nie auf. Ui. Flampion Level 19, naja, gar nicht übel, würde ich mal sagen. Aber nein. Ich glaube, Evoserve ist jetzt gerade ein bisschen ein Nachteil. Ich muss jetzt schon mal schnell überprüfen beim Pokédex, was für Pokémon es hier überhaupt genau gibt. Die Habitatsrate. Da ist ja schon der Wüstenresort eingetragen. Also hier müsste es auch Zurukex und Litomid geben. Okay. Der alte Fluchtweg. Hier müssten auch noch andere Pokémon sein. Ah ja, Rotomorph von Stripoli. Stripoli! Nein, Blödsinn. Stripoli war ja die weiterentwickelte Form. Wie heißt es nochmal? Da müsste ich nochmal... Ach, ohne Touchscreen geht das nicht und ich habe wieder die... Also ohne den Touchstift, würde ich sagen. Mal sehen. Ah ja, Praktibike heißt es. Praktibike. Okay, also dieses Pokémon gibt es anscheinend auch im alten Fluchtweg. Aber gut. Irgendwann kommen wir da später nochmal vorbei. Am besten gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier mal einen Zurukex. Garnewil. Sorry, an dich habe ich jetzt kein Interesse. Sind hier die Zurukex echt so selten oder was? Naja, okay. Lassen wir das. Dann gehen wir erstmal weiter. Hier sind auch einige Trainer, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, das sind keine Trainer oder was? Das Wüstenresort ist so groß und beheimatet so viele starke Pokémon, dass es der ideale Ort, um ein Können auf die Probe zu stellen. Wenn du durch das Tor gehst und immer weiter nach Norden läufst, erreichst du irgendwann den alten Palast. Alles klar, also da, hä? In diese Richtung das Wüstenresort. Eine echt sandige Angelegenheit. Kann ich mir vorstellen. Das fängt hier schon mal ziemlich gut an. Mal sehen, was haben wir hier Feines? Ach, Flampion. WTF? Wo bleibt denn bitte schön? Zurukex. Es ist denn wirklich so schwer zu finden? Alter. Naja. Einen Versuch gebe ich noch und dann werde ich gleich zum Wüstenresort aufbrechen. Also dort durch das Tor streiten. Ich bin ja schon im Wüstenresort. Na endlich! Was hat denn so lange gedauert bei dir? Puh, das ist jetzt wieder hart. Am besten werde ich zuerst mal mit Tackle es ein bisschen schwächen. Mal sehen, wie viel es überhaupt abzieht. Nicht besonders möchte ich mal... Boah, sehr, sehr wenig. Alter,
Wow. Und der Sandsturm, ah ja, der Sandsturm, der ist auch noch ein ziemlich arges Problem, weil, besonders beim Fangen von Pokémon, hier würde zum Beispiel Trugschlag nicht viel bringen. Autsch, Kopfnuss. Na schön. Ich würde mal sagen, noch ein Tackle, der reicht hoffentlich. Boah, gut, kein Vortreffer. So, und jetzt müsste ich es gleich mit dem Pokéball fangen, weil sonst ist es aus. Das ist jetzt die einzige Chance. Ich hätte natürlich wieder mal einen Flottball einsetzen müssen, aber ich bin so ein Konfuzius, dass es echt nicht mehr geht. Aber was soll's, sie haben genügend Superbälle eingekauft. Ich habe ja offscreen noch etwas eingekauft, nachdem ich den Part beendet habe. Und jetzt geht's da weiter. Eins, zwei, drei. Na Ala, Zurukix wurde endlich gefangen. Bravissimo. Zurukix, das Hardex-Pokémon, verteilt Gene und vermittelt Kopfnüsse, deren Wucht auch seine Sinne vernebelt. Es ist stolz auf seinen robusten Schädel. Ja, auch in Anime natürlich eine große Rolle. Zurukix, Zurukix. Keks, Keks, Keks. Oh Gott. Ich will nicht dran denken, was der da alles für Schabernack getrieben hat, als er zum ersten Mal auf die Welt kam, weil da war es noch ein Ei. Nun gut, ein super Trank für Eposerp und wir können weitermachen. Das Vitamid müsste da oben auch sein, zu finden sein. Und wahrscheinlich auch ein Kastlied. Okay. Hallo? Theaterpalast Mystresort ist wirklich in einem schrecklichen Zustand. Die Zeit geht an nichts und niemanden spurlos vorbei. Traurig, aber wahr. Ich frage mich, ob man überhaupt noch den alten Palast betreten kann. Ich komme gerade an der Nachhilfe. Wusstest du schon, dass man in Wüstengebieten genau wie in Höhlen überall damit rechnen muss, wie den Pokémon zu begegnen? Aber man sollte auch wissen, dass man zumindest dort, wo der Sand etwas hell ist, von Kämpfen verschont bleibt. Eher von Kämpfen von wilden Pokémon, aber von Trainern nicht, weil ich wette, da erwarten uns jetzt einen Haufen Trainersparten. Schon mal die unheimliche Mucke und ein Karatemann. Na du? Ich bin von weit her gekommen, um im Wüstenresort zu trainieren. Hätte ich doch nur ein paar Wasser-Pokémon dabei, dann würde ich mich nicht so schwer tun. Ich habe ja zu Glück ein Wasser-Pokémon. Ich glaube, wenn wir die Krankenschwester besiegen, dann heilt sie immer wieder unsere Pokémon. Das wussten wir mal. Ich bin eine Pflegerin, aber hauptsächlich verstehe ich mich als Pokémon-Trainer. Ich bin schon total heiß darauf, gegen dich zu kämpfen. Ich auch. Also zeig mir, was du drauf hast, Puppe. Und los geht's. Eine Herausforderung von Pflegerin Ulyssa. Ein Pie! Nein, wie niedlich. Schade, dass wir das Pokémon bekämpfen müssen. Also hier bin ich schon etwas im Nachteil, weil wenn Riolu sich weiterentwickelt hätte. Ja, super Gesangsattacke. Voll, dankeschön. Wenn Riolu sich schon zu Lucario weiterentwickelt hätte, dann. Ja. Würde es dann richtig rocken. Am besten wecke ich es jetzt wieder auf mit meinem letzten Aufwecker. Hey du, Schlafmütze, wach auf! Evoserp! Er setzt Zauberblatt ein? Ist es denn verrückt, dass es nicht effektiv gegen mein Evoserp? Okay. Ich versuche es dieses Mal mit Grasmixer, das kann etwas mehr Schaden zufügen. Und los! Bam! Und jetzt weg mit dem Pi. Dankeschön. Pi wurde besiegt. Und die Pflegerin Ulyssa wurde besiegt. Ja, sie muss als alter Hitzkopf immer lernen, cool zu bleiben. Okay, jetzt halt sie ab jetzt meine Pokémon. Gut, dann will ich mal dein Team halten. Bei mir ist es in guten Händen. Du. Dankeschön. Wenn man als Tourist im Wüstenresort unterwegs ist, sollte man sich unbedingt von so Stimme in Acht nehmen. Ist klar. Ah, das ist eines dieser dunklen Stellen. Leider kann ich hier nicht sehr viel sehen. Aber ich sehe hier. Durch den Sandsturm kann ich leider auch nicht genau die dunklen Stellen erkennen, aber ich sehe gerade eine Pokémon Ranger. Rennen. Sag ich mal. Rennen. Die singende Wüste. Die Brunnen der Leidenschaft. Die Hitze eines Kampfes. Ja? Ich bin auf deine Hitze gespannt. Und los. Eine Herausforderung von Pokémon Ranger Auguste. Ah, Magpie. Warum muss es Feuer-Pokémon sein? Kann es kein Bodentyp sein? Oh Gott, das ist. Evoserp ganz schön im Nachteil. Dann gibt es nur eins: Pokémon-Wechsel! Und wählen werde ich als Gegner für Magpie natürlich Azumarill.
Du bist dran, los! Azumaru! Magpie! Wow, Funkenflug ist schon eine heftige Attacke. Aber nichts im Vergleich zum Blubstrahl, der das Magpie... Hey, hey, hey! Nur mal langsam, jetzt bin aber ich mal dran. Naja. Wow, hey! Überlebt! Alter, Schwede! Na schön, aber Stärke beendet das jetzt. Naja, trotz Initiativeverlust ist es noch in der Lage anzugreifen. Sofort vorher anzugreifen. Ganz schön zähes Pokémon, echt. Ah, heiß! Ja? Verbrenn dir nicht die Finger. Brand muss man möglichst schnell behandeln. Eine Frage, ja, Beere. Dankeschön. Stimmt ja, die Pokémon Ranger verteilen immer Beeren. Ob heiß oder kalt, alles was zählt, ist die Leidenschaft. Alles klar. Okay, was finden wir hier Feines noch? Mal sehen. Oh, Symbolar. Yeah, nice. Also so ein Pokémon ist eigentlich ziemlich selten hier, aber hat auch eine ziemlich hohe Fangrate. Da hilft nur eins. Vati! Jetzt kannst du mal zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Und los! Boah, Wirbelwind! Es will mich tatsächlich schon wegtreiben. What the hell? Und wie immer bin ich so blöd und setze nicht gleich Flottball ein. Da hätte ich es vielleicht fangen können. Nur schön, Donnerwelle, um es zumindest mal zu paralysieren. Es ist risikoreich, wenn ich ins Donnerschock einsetze, dann könnte es vielleicht schon besiegt werden. Aber Versuch kann ein... Versuch macht klug. Okay, bam, und... Ja, auch kein Wunder, ein Volltreffer. Wie immer mich mit meinem Glück. Aber wenigstens erreicht Evoserp ein Level 25. Gott. Sprachfehler for the win, anscheinend. So, hier muss ich mich jetzt wirklich genau umsehen. Könnte ja auch ein ganz schöner Irrgarten werden. Hier ist es ganz schön weitläufig. Ein Sandan! Hier? Cool! Das kriege ich aber jetzt. Sorry, Kleiner, aber du wirst jetzt mein. Gut. Aber ich darf jetzt nicht allzu starke Attacken einsetzen. Am besten versuche ich es mal mit Wachstum und zumindest das Tackle stärker zu machen, weil Sandan hat schon eine ziemlich hohe Defensive. Okay, noch ein einziges Mal Wachstum und dann sehen wir mal, wie viel Schaden Tackle zufügt. Hoffentlich diesmal kein Volltreffer. Wow, Intensität. Hängt davon ab, je stärker die Attacke ist, desto stärker auch der Schaden. Also je höher die Zahl von der Intensität. Könnte also sogar noch ein Erdbeben Stärke haben. Okay, Bams. Ja, das ist gut. Wenn jetzt kein Volltreffer kommt, überhaupt kein Volltreffer, kann ich es fangen. Und ich vergesse schon wieder den Flottball, ich bin so ein Konfuzius. Ah, perfekt, perfekt. Damit kann ich das Sandan jetzt fangen. Okay. Superball, los. Fangen wir Sandan. Sandan! Eins und zwei und drei und aus. Sandan wurde gefangen. Geil. Sandan, das Maus-Pokémon, frisst jetzt ein Leben in selbstgegrabenen Löchern. Bei Gefahr rollt er sich zusammen und sitzt den Angriff aus. Ach so. Es schützt sich praktisch vor den Angriff. Dieses Zusammenrollen kann man praktisch auch als Einegler betrachten. Sehr gut. Sandan. Sternenstaub ist wieder was zum Verkaufen. Am besten besiege ich hier erstmal die Trainer und dann werde ich mit dem Itemradar hier ein bisschen umschauen. Ich sehe hier so schlecht. Oh, achso, der Ranger hat mich jetzt entdeckt. Verflixt. Okay, erlaube mir, dir anhand eines Kampfes zu zeigen, wie wüst es in der Wüste zugeht. Ja, bin ich mal gespannt. Hoffentlich setzt er diesmal kein Feuer-Pokémon ein. Und Pokémon Ranger Dirk eine Herausforderung. Und wovon träume ich nachts? Pustekuchen, jetzt kommt Flampion. Und Level 23 auch. Warum kommen die kein Boden-Pokémon? Alter, ich bin mit Evoserp immer ganz schön im Nachteil. Na schön, da darf wieder Azumarill ran. Okay, Azumarill. Dein Job. Und los. Feuerschlag, ja.
Hätte es ganz schön... Wow! Schadet eh schon ganz schön. Alter. Ganz schön aggro. Am besten setze ich jetzt mal einen Nasenschweif an. Oh, oh, Fassade, wie viel... Wow! Wenn es jetzt nicht kein One-Hit-Kill wird, dann ist es aus für mich. Gott sei Dank, geschafft! Weil der Sandsturm hätte er zu Mirel erledigt. Geil! Verdursten und vertrocknen durch die Hitze der Wüste, sagt er. Vertrocknet und verdurstet er. Vorsicht vor Verbrennungen! Ja, jetzt bekomme ich wieder eine Frage, Herr Beere, danke. Er leitet ein Pokémon Brand, fallen seine physischen Attacken schwächer aus. Das hier ist ein gutes Mittel dagegen. Ja, nee, das weiß ich auch schon. Oh je, aber ist es nicht der Karate? Ja, das ist nur der Karate-Typ, der angeblich ohne Wasser-Pokémon Probleme hat. So, dann lasse ich mich wieder von ihr heilen. Und wir können weitermachen. Ist auch praktisch, dass man hier auch eine Schwester Joy ins B vorfinden kann. Und jetzt noch ein Gelbstück. Gut. Okay. Mal sehen. Gegen wen kämpfe ich jetzt am besten? Dieser Typ hier zum Beispiel. Ah nein, das ist ja kein Trainer. Du bist erst die zweite Person, die sich Mühe macht, mich anzusprechen. Bin echt mächtig gerührt. Bitte schön, das hier ist für dich. Oh, Pudersand. Das stärkt Bodenattacken. Gibst du deinen Pokémon Pudersand zum Tragen zu stellen? Dies, die Stärke von Bodenattacken. Alles klar, Kumpel, danke. Also ich dachte schon, da drüben wären die Überreste vom alten Palast. Ich sehe ja kaum, wo die dunklen Stellen sind durch diesen Sandsturm. Ah, da ist ein Item. Was ist das Feines? Eine Herzschuppe. Okay. Gut, kann ich vielleicht brauchen. Da ist erstmals einer der Eingänge zum alten Palast. Aber da schauen wir noch nicht nach. Erstmals gucken wir uns noch ein bisschen um, was es hier alles für Trainer gibt. Da ist noch ein Ranger und so ein Psycho, glaube ich, ist das. Und ein Nugget! Das bringt massig Kohle. Ist das auch ein Überbleibsel von... Hey, die kommt auf mich direkt. Er hört auf mich zu und übersieht mich total. Aber jetzt ist wahrscheinlich eine Psycho. Du bist ziemlich stark, stimmt's? Das ist das Letzte, was man vor einem Kampf über sein Kind erfahren will. Alles klar. Wie du meinst. Ja, es ist ein weiblicher Psycho. Selina. Entschuldigung. Somnian. Ach ja, Somnian. Das war das Pokémon, was ich damals bei der Traumbrache den ersten Auftritt hatte. Okay, Grasmixer und Busch. Mal sehen. Okay, das macht gut. Das ist eine gute Attacke. Also das war jetzt, hat jetzt ordentlich Schaden gemacht, würde ich mal sagen. Gut, jetzt noch Megasauger for the win. Und das war's. Ich heile. Ich besiege es jetzt nicht nur, ich heile mich auch. Ist da noch ein KP übrig? Nee, das gibt's doch nicht. Oh. Alter. Anscheinend ist Megasaugrad auch nicht voll die Bringerattacke. Ich habe das jetzt nicht vorgelesen, aber ihr könnt es wahrscheinlich lesen. Okay, das war's mit dem Psycho. Ich liebe es, wenn man Pokémon beim Fangspiel die Attacke Teleport einsetzt. Teleport? Ja. Bei dieser Attacke. Da weckt es mich auch. Das erweckt auch alte Erinnerungen. Denk einmal an die erste Generation an Abra, wenn man versucht hat, ein wildes Abra zu fangen. Gott, war das lästig, weil es konnte nur die Attacke Teleport. Man musste es gleich beim ersten Zug fangen können mit einem Pokéball, weil sonst flieht es gleich mit Teleport. Das war so bescheuert. Konnte es echt nicht besser anders ausdrücken. Boah, ey. Voll der Bullshit. Diesmal haben wir ein Maracamba. Auch wieder ein Pokémon, das in Anime einen besonderen Auftritt hatte. Schätze mal, da darf auch wieder Vati ein bisschen spielen. Komm schon, Vati. Dein Typ ist wieder gefahren. Okay, der Baumwollsaat. Das senkt nochmal... Ah ja, die Initiative. Das bringt ihnen aber auch nicht viel. Na schön, es ist ja auch von Typ Pflanze und... Deshalb wird Donnerschock nicht viel bringen. Ich werde es deshalb erstmal mit Donnerwelle paralysieren. Dann nützt jetzt der Baumwollsaat nichts mehr, denn dank Donnerwelle wirst du jetzt paralysiert. Okay.
fand mir kein Flottball ein. Okay, Leute. Verzeiht mir, dass ich jetzt immer noch so Konfuzius bin. Ah, das war ein Volltreffer gerade. Okay, ich sehe schon. Ich werde erstmal zur Trümmerer. Das könnte vielleicht auch noch, naja. Ob das jetzt schon reicht, ich bezweifle das. Aber wenn ich jetzt noch einen Zertrümmerer einsetze, dann wird es riskant. Am besten versuche ich es jetzt mal mit einem Superball. Okay, und los! Fang mir das Maracana! Und eins, und zwei, und drei... drin! Jawolski! Maracana wurde dann auch gefangen. Okay. Zeit für den Pokédex. Maracamba, das Kaktus-Pokémon, erzeugt durch rhythmische Bewegungen Töne, die den Clan von Maracas ähneln und überraschte Pokémon verjagen. Samba, Ricciardi! Ach du Schande, ich habe vollkommen den Aufnahmeneustart vergessen, verdammt! Oh, ich möchte jetzt nicht wissen, was jetzt genau unterbrochen worden ist. Bitte vielmals um Entschuldigung deshalb. Ich habe erst jetzt gemerkt, dass ich die 20 Minuten schon wieder überschritten habe. Bitte entschuldigt, Leute. Verdammt. Nicht Let's Play förderlich. Aber, oh. Litumid, das gehört mir. Aber nochmal sorry, Leute. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht allzu viel verpasst. Verdammt. Ich habe ja schon nachgesehen, dass da... Leute von heute, ich bitte nochmals Entschuldigung für diesen Ausfall. Achte ich wirklich darauf, dass ich nie wieder, oh Mann, ey. Die Initiative ist ganz schön gering. Ah, und das sitzt daneben. Ab jetzt achte ich immer darauf, dass ich einen Aufnahmeneustart mache, damit nichts unterbrochen wird bei der Aufnahme. Dass es nicht automatisch gecuttet wird. Okay, jetzt darf ich mal... Mann, jetzt triff doch endlich mal, du Lappen! Endlich! Wurde auch langsam Zeit. Bringt aber auch nicht allzu viel. Autsch. Na toll. Ich schätze mal, da müsste ich andere Geschütze ausfahren, aber das bringt ja nicht viel. Oh Gott. Mann, wann treffe ich denn endlich mal? Ah... Ich bin auch wieder so ein Lappen und setze schon wieder nicht den Flottball ein. Leute von heute, tut mir echt leid. Ich konzentriere mich einfach viel zu wenig. Jetzt muss es aber mal klappen. Es kann doch nicht wahr sein, dass... Boah. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Versuche ich es jetzt mal mit einem Ball. Der Litumid dürfte ja keine so allzu hohe Fangrate haben. Okay. Beim nächsten Gegner versuche ich es mit einem Flottball. Aber ernsthaft. Und eins und zwei und drei. Komm schon. Jawolski, jetzt haben wir auch noch Litumid. Wir kassieren jede Menge Pokémon ab. Litumid, der Stein aus Pokémon. Sobald es einen angemessenen großen Stein findet, hüllt es ihn mit einem ätzenden Sekret aus und kriecht hinein. Und ich dachte... mit seinen scharfen Klauen schleift es den Stein so zusammen, dass es sein Haus bildet. So wie in Anime. Ich glaube, ich sollte erstmals wieder zurück zu der Schwester finden, weil mein Azumarill ist auch wieder ein bisschen angeschlagen. Achso, ich wollte schon gerade sagen, ich dachte, wir hätten das Sandern schon noch nicht eingesagt. Okay. Aber da ist mir doch ein anderes Pokémon durch die Lappen gegangen. Ah ja, Simvolara, das war es. Simvolara. Und da sehe ich ein Item. Ja, damit ein Indigo-Stück. Dass es so viele Stücke hier gibt? Ich weiß nicht, gab es im ersten Teil auch noch so viele Stücke? Ich glaube nicht. Aber hier gibt es genügend Pokémon und Trainer, womit man ein bisschen trainieren kann, bevor man in die nächste Stadt eintrifft. Jetzt reizt man mit dir, Sandan. Ich will ein Simvolara oder ein, ich weiß ja nicht, was gab es denn noch von Pokémon? Nein.
müsste erstmal wieder die Habitatsrate von meinem Pokédex überprüfen, ob ich dann überhaupt schon alle Pokémon gesehen bzw. gefangen habe dort. Gut, heile ich mich vorher noch ein bisschen und dann schaue ich mir noch ein bisschen um. Vielleicht sollte ich vorher mich auf die Trainer konzentrieren und dann erst auf die Pokémon. Ist aber gar nicht so leicht, weil ich nicht genau sehen kann, wo jetzt die dunklen Stellen sind und wo nicht. Ich könnte ja Schutz einsetzen, klar. Okay, Marakamba, dich haben wir auch schon lange einkassiert, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Also sage ich jetzt auf Wiedersehen, tschüss. Und lass uns jetzt in Ruhe. Okay. Es ist ja wirklich hier ganz schön weitläufig, da kann man sich leicht verlaufen. Das ist ein riesiges Gebiet. Aber gut, fordern wir erstmal diesen Psycho hier heraus. Na du, was geht denn? Ich leihe meinem Team einen Teil meiner übernatürlichen Fähigkeiten. Oh ja, ist klar. Herausforderung zum Psycho-Gastian. Pflegneu. Das nächste Pokémon, das gegen das mein Infoserb leider einen Nachteil hat. Och, Mano, jetzt ist mal Schluss mit dem ganzen Nachteil-Puck. Jetzt ist mal Schluss mit dem ganzen Nachteil. Wo bleiben denn Bodentypen? Okay, warte, jetzt darfst du wieder ran. Und los. Zeig es diesem Pflegneu. Autsch, Windschnitt. Tut schon mal ein bisschen weh, aber auch nur ein bisschen. Okay, Zeit für einen Donnerschock. Die Grenze, was macht diese Attacke nochmal? Hä? Kapier ich nicht nochmal. Ich weiß es nicht mehr genau. Ach, das war noch nicht mein One-Hit-Kill. Warte, hell. Nochmal Donnerschock. Autsch. Okay, aber jetzt Donnerschock und Bam und weg mit dir. Okay. Welches Pokémon kommt jetzt? Makaba, ja! Ein Geist-Pokémon. Tja, gegen Geist-Pokémon habe ich noch kein so großes Mittel. Da hätte Axels Raub jetzt was bringen können. Aber leider habe ich keine Raubattacke mehr. Aber wen setze ich jetzt am besten ein? Naja, Evoserb könnte es doch bringen, aber Makaba, ja, hat es nicht auch noch den Typ Gift? Weiß ich nicht mehr genau. Ich bin da jetzt leider ein bisschen. Nicht mehr so up to date. Seit es mir auch tut, Leute, von heute. Ja, ich nehme jetzt Evoserb. Scheiß drauf. Ich soll jetzt nicht zu sehr zurückhalten. Okay, Evoserb, du bist dran. Zeit wird's. Versuchen wir jetzt mal mit Grasmixer und sehen, was passiert. Ah, normal effektiv. Gut, es ist nur von Typ Geist, dann habe ich mich geirrt. Der Nachtnebel nützt ja auch nicht viel. Makaba, ja! Jetzt noch etwas Megasauger, um wieder etwas Energie zurückzugewinnen. Und down. Makaba, ja! Ja! Hui, das war gar nicht mal so übel. Er setzt nämlich tatsächlich die derzeitigen Pokémon von Jesse und James ein. Jesse und der Pflegneul und James und sein Makabaya. Unglaublich. Baba. Also, was ich auch über Team Rocket ansprechen möchte, ich habe ja auch schon, sie sind ja wirklich die nervigste Truppe überhaupt und ich habe auch schon jeden von denen, deren Sprüchen auswendig gelernt, die sie bisher genutzt haben. Also jede deren Kampfsprüche, mit deren jetzt gibt's Ärger und es kommt noch härter, angefangen bis hin zur jetzigen Generation. Natürlich ist diese etwas kürzer und hat höchstens, glaube ich, zwei reimende Sätze. Was für eine dumme Frage, was? Wenn ihr wollt, beantworten wir das. Ihr müsst wissen, wir sind in Zukunft das gleißende Licht allen Übels. Die Finsternis des Universums wird sich erhellen durch die Macht der Gerechtigkeit. Und das meißelt unseren Namen in Fels der Ewigkeit. Und so weiter und so fort. Ich will euch jetzt das ersparen, weil ich glaube, das nervt. Ihr seid auch bestimmt davon ziemlich genervt. Hä? Ist es kein, Trainer? Weite Wüste, Schloss im Sand. Ich sage dir, hier ruht ein Schatz. Seit mich diese Erkenntnis ereilt hat,
ist bereits ein Jahr vergangen. Ich habe den Schatz noch nicht gefunden, aber ich gebe meinen Traum nicht auf. Nie! Und so genieße ich jeden Tag. In der Kontaktebene wurden neue Festivalmissionen hinzugefügt, im Nu-Reich. Jeden Tag sein Traum nachzujagen. Ist das vielleicht der wahre Schatz? Das könnte man auch als Schatz betrachten, wenn man will. Okay, gegen die haben wir schon. Dann gibt es noch die Packpacker hier. Hallo! Meine Suche nach einem Ort, den ich zu Hause nennen kann, führt mich um den ganzen Globus. Was ist mit dir? Machst du etwa schon eine Weltreise, nur um ein Zuhause zu finden? Nö. Garnovil, endlich mal im Vorteil. Dankeschön. Okay, Ivo Serb, jetzt darfst du endlich mal normal kämpfen. Besten setze ich gleich Megasauger ein. Der Bedroher nutzt dir nichts. Ivo Serb beherrscht nur Spezialangriffe. Also ich setze jetzt nur Spezialangriffe ein. Megasauger vor der Win, um wieder etwas Energie zurückzubekommen und es gleich zu bashen. Jawolski, das war's. Das hat's vollgebracht. Bingo. Ich habe verloren. Hier scheine ich auch nicht zu Hause zu sein. Du findest bestimmt schon dein Zuhause. Ein Zuhause findet man nicht einfach. Man muss es sich selbst erschaffen. Okay. Muss man eigentlich gar nicht. Man kann es sich selber einrichten, aber finden kann man ja auch sein Zuhause. Jetzt bin ich etwas total konfus hier. Ich kenne mich jetzt nicht mehr so gut aus. Nee, Flampion, sorry. Ein Symbolare wäre mir jetzt gerade ziemlich um einiges lieber. Wenn ich jetzt ein Level Up mit Evo Serbis ist jetzt, bekomme, dann fehlen nur noch 10 Level und es wird endlich zu einem kräftigen Serpi Royal. Da ist noch ein Packpacker. Ich hoffe, ich übersehe hier keinen Trainer, weil es ist ganz schön Irrgarten. Wenn du wissen willst, womit mein Rucksack gefüllt ist, musst du mich schon besiegen. Das interessiert mich gar nicht. Das sind deine Sachen. Okay. Ach, Litomid, Gott. Nicht schon wieder. Naja, ich versuch's mal jetzt so mit Evoser, weil ich denke, er kann es auch so schaffen. Grasmixer und los. Warte, Hell! Daneben! Was soll denn der Bockmist, ey? Na schön, Megasauger. Oh, gar nicht schlecht. Hat schon mal ziemlich viel gebracht. Hey, setzt es aber keine Käferattacke ein? Wenn dem so ist, dann nutze ich gleich die Gelegenheit und sauge es gleich total bis auf den letzten Tropfen aus. Ey! Wieso immer noch ein KP? Na toll, jetzt kommt auch noch Sandwirbel. Dankeschön. Das mindert natürlich die Chance, dass ich treffe. Vielleicht versuche ich es nochmal. Ah, ich hab's doch noch getroffen. Nala! Immerhin besiegt endlich mal. Sehr gut. 375 Erfahrungspunkte und Level 26. Sehr gut. Geilomatico. Ah, jetzt hast du den Rucksack aber zugemacht. Ja? Okay, hast du sonst noch was zu sagen? Mein Rucksack ist voll von Wüstensand. Ich habe es mir nämlich zur Aufgabe gemacht, den alten Palast davor zu bewahren, im Sand zu verschwinden. Ja, das ist nett gemeint, aber da reicht es nicht, wenn du den Rucksack mit Sand voll machst. Oh, eine Backpackerin und ein neuer Weg. Wo führt der bloß hin? Und da sehe ich ein Item oben. Das muss ich vorher noch holen. Wissen Sie, ein riesiges Sandkissen. Komm, lassen wir unsere Pokémon miteinander spielen. Du meinst wohl eher miteinander kämpfen lassen. Herausforderung von Backpackerin Trine. Oder Trine oder was auch immer. Endlich wieder im Vorteil mit Rotom gegen Rotomur. Okay, diesen einen Kampf setze ich noch mit Evoserb fort und dann werde ich meine anderen Pokémon mal wieder ranlassen. Die müssen ja auch trainiert werden. Ich sollte mich nicht so sehr auf den Starter konzentrieren, so wie ich es früher am Anfang gemacht habe. Den habe ich immer viel zu sehr behätschelt und meine anderen Pokémon sind immer nachgehinkt. Ja, da musste ich immer mit jede Menge Offscreen-Training das nachholen. Boah, ey. Könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Stunden ich damit verbracht habe. Selbst als
Selbst als ich gegen Trainer gekämpft habe, hat das ganz schön lang gedauert. Entschuldigung. Ich spiele mir den Gedanken, anstelle eines alten Palastes eine riesige Sandburg zu bauen. Kindskopf. Wird erwachsen. Okay, da ist das Item. Her damit. Noch ein Stück, ein Purpurstück. Gott, Stück für Stück. Muss ich mal mich umsehen wieder mal. Oh. Mal sehen. Wo sind ja denn noch Trainer, die ich herausfordern kann? Na, meldet sich einer mal? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Habe ich etwa schon alle hier besiegt oder was? Nee. Aha, da ist noch eine. Na toll, die kommt auf mich zu und da kommt aber ein wildes Pokémon. Und es ist leider kein Symbolora. Das wäre mir aber um einiges lieber, meine Herren. Und, ja, was würde ich sagen? Das wäre mir aber um einiges lieber. Oh, ich hätte Pokémon umtauschen sollen. Gut, das konnte ich noch. Sehr gut. Wen sollte ich jetzt am besten mal wieder anfangen zu trainieren? Also wenn, dann wäre Axel wohl eher der beste Kandidat, aber ich hoffe, er wird jetzt nicht den Typ-Nachteil geraten. Zu sehr. Okay, und los. Hallo, hey, hier bin ich. Boot, kommst du her? Na, endlich. Egal wie viel Sand ich meine Hände fühle, er rieselt immer zwischen meinen Fingern durch. Das macht mich irgendwie traurig. Ja, was wollte ich jetzt dazu sagen? Gott, mir fallen jetzt keine Kommentare mehr dazu ein. Sand dann, jetzt wird es ein bisschen härter. Soll ich dazu noch sagen? Ach ja. Ah, wenn ich Zeit habe, bedauere ich dich. Das wollte ich sagen. Oh Mann, ey, meine Kommentarfehler gehen mir schon langsam auf den Keks. Sorry, deshalb nochmal. Okay, jetzt mal ein bisschen Feuerzahn. Okay, nicht schlecht. Intensität 9 Watt, hell. Boah. Super, und der Sandsturm beendet es auch noch. Ach du Schande. Hätte ich doch nicht Vulcano eingesetzt, ich Volldepp. Na schön, der andere Kandidat wäre wohl noch Azumarill. Weil Vati wäre auch im Nachteil. Das würde also nichts bringen. Gut, noch einen letzten Blubstrahl und die Sache ist gegessen. Mann, aber gemein. Mein Vulcano hätte wirklich ein bisschen Erfahrungspunkte gebrauchen können. Ach, was soll's. Azumarill erreicht wenigstens ein Level up. Gut, Backbarin Trixie ist besiegt. Wieder ist dir eine ganz Handvoll Sand durch die Finger gerieselt. Darf ich dir einen Rat geben? Sei immer auf der Hut. Aber fürchte dich nicht davor, Risiken einzugehen. Gefahren gehören zu einer Reise dazu. Danke für den Ratschlag. Okay. Jetzt muss ich wieder zu der Schwester kommen, wenn da nicht ein Pokémon dazwischen erscheint. Und was ist es dieses Mal Schönes? Sandan. Oh, ich muss da weg jetzt mit meinem Vati, weil Sandan könnte mein Vati ganz schön gehörig die Blüten lesen. Und Flucht. Dankeschön, dass ich entkommen darf. Oh, dieses Mal achte ich darauf. Okay, heile mich, meine Schöne. Sorry, ich wollte sagen. Heile meine Wunden. Irgendwie erinnert das mich an einen ERV-Song. Vielleicht kennt einer von euch die erste allgemeine Verunsicherung. Das erkläre ich jetzt nochmal nach den kurzen Aufnahmen. Aber diese Songs sind meist eher ein bisschen unanständig. Also die Kiddies unter euch sollten das vielleicht nicht anhören. Aber trotzdem, die haben immer wieder Songs gehabt, mit denen ich mich dämlich gebrüllt habe vor lauter Lachen. Und diese Wüstenatmosphäre und heile meine Wunden, was ich eben gesagt habe, erinnert mich an so einen ERV-Song. Den weiß ich jetzt leider nicht mehr auswendig, aber aber die Geschichte basiert auf einem Mumienkeiler, also ein Forscher, der dann auf eine Fata Morgana traf. Aber eine Fata Morgana von einer schönen Frau. Aber leider
Ach, ich will jetzt nicht, jetzt will ich nicht genau ins Detail gehen. Ihr kennt es wahrscheinlich schon selber. Die meisten vielleicht schon unter euch kennen bestimmt schon dieses, ERV. Vielleicht. Okay, ich glaube, hier habe ich hoffentlich jetzt alle Trainer. Da bewegt sich doch noch einer. Och Mann, wer kommt denn jetzt stören? Hoffentlich. Nee, es ist wieder Garnovil. Wo bleibt denn Symbolara? Das war wohl nur Glück, als ich es gerade getroffen habe. So ein schöner Mist. Ja. Ihr kennt es vielleicht, die meisten von euch kennen es vielleicht schon, den Song. Wie dem auch sei. Oh, ein wahres Meer aus Sand. Hilft mir mein Wüstenglas auch nicht weiter. Der Wunderturm in der Wüste von Höhen ist inzwischen verschwunden. Ja. Den Wunderturm, an den erinnere ich mich auch noch. Und auch der alte Palast in der Wüste von Einal wird mehr und mehr dem Sand begraben. Wer weiß also schon, wann er ganz verschwunden ist. Okay, also das war nur ein... Es war also kein Trainer mehr. Ich schätze mal, dann haben wir hier alle Trainer geschlagen, oder? Nee, Flampion, jetzt lass mich doch in Ruhe, du. Ich habe auch keine Zeit mehr mit dir zu spielen. Sorry, ich musste kurz was wegwischen. So, aber jetzt... Jetzt will ich wieder hier weg. Vielleicht sollte ich jetzt doch auf Schutz setzen. Oder ich... Ein paar Mal lasse ich noch Pokémon ran, bis das endlich das Pokémon erscheint... Das Pokémon meiner Begierde erscheint. Erstmal gucken wir uns hier um. Achso, da gibt es nichts, oder? Hä? Ah, ein Item. Achso, Top-Ether. Okay, ich schätze mal, hier habe ich alle normalen Items gefunden, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich jetzt mal auf den Itemradar setzen. Okay, aha, da schlägt er schon an. Was haben wir hier? Hier gibt es bestimmt jede Menge Schätze. Na? Okay, da. Der Feuerstein, da ist er. Der Feuerstein. Baby. Wie geil ist das denn? Jetzt kann sich jederzeit mein Excel zu einem Arcani weiterentwickeln. Aber das will ich noch nicht, das wäre noch viel zu früh, weil es muss noch einige gute Attacken lernen, bevor ich es weiterentwickeln. Oh, da kommt wieder ein Schatz irgendwo. Da nach rechts. Aha. Nach oben. Aha, direkt neben der Backpackerin. Ein Indigo-Stück wieder mal. Und da unten ist wieder was Hübsches versteckt. Na? Aha. Da. Da mal sehen. Ja, wie weit denn? Ach, hier. Ein Sternenstück. Das bringt besonders viel Kohle. Jawolski. Jackpot. Also hier kann man richtig Items abstauben. Oder Pokémon. Je nachdem. Mal sehen. Ach, Garnovil, jetzt reicht's mal. Symbolara will ich haben. Da muss man ja ganz schön suchen nach diesem Pokémon. Ich weiß ja nicht, wie viel prozentige Chance es hat. Wie viel Prozent Chance besteht, dass man dieses Pokémon findet. Ah, der Itemradar schlägt wieder an. Was gibt es dieses Mal? Aha, da oben. Da. Da kommt wieder ein Pokémon. Und was ist es dieses Mal? Sandan. Oh. Wo bleibt Symbolara? Ich will Symbolara! 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 Kennt das einer von euch doch? Also, an einer Serie, die ich eigentlich nie hätte gucken sollen. Schokolade! Schokolade! Oh, ein Bodenjuwel. Da drüben, nein, da. Aha, schon wieder ein Stück. Aber hier staubt man jede Menge Items ab. Der bewegt sich auch noch, aber ich glaube, das ist nur der mir den Ratschlag gegeben hat. Ja, diesen mit seinem Traum. Okay, ich schau mal. Oho, was kommt denn da wieder? Aha, da oben irgendwo. Ah, und da oben. Ich dachte, ich hätte da noch ein Item gesehen. Das war nur ein Fleck. Okay, der Superschutz. Okay. Wer vergräbt denn bitte schon hier so etwas? Na schön. Dann checken wir mal den alten Palast aus.
Ein Trainer? Zwei Dinge gibt es, die ich über Treibsand gelernt habe. Erstens, wenn du mitten durchspazierst, fällst du sofort runter. Zweitens, wenn du versuchst, mit Schwung hindurchzulaufen, wirst du strudelgezogen und fällst genauso hinunter. Okay, da muss man hier ein bisschen langsamer gehen, damit man hier durchkommt. Sowas, kann man den alten Palast hier etwa schon betreten? Wow. Okay, mal sehen. Da kommen wir nicht drauf. Vielleicht gibt es hier irgendwo ein wildes Pokémon. Da kommt schon, ihr wilden Pokémon. Put. Ah, da meldet sich schon was. Was haben wir hier Feines? Ach. Mensch. Was soll ich denn mit den ganzen Ganovi-Sparten? Aber jetzt. Wenn ich jetzt also bis zum Ende des Turms kommen kann, dann möchte ich jetzt nicht wissen, wie weit ich jetzt da latschen muss. Wow. Also da wird mich wahrscheinlich einiges erwarten. Das checken wir gleich mal aus. Aber vorher wird jetzt erstmal dieser Psycho-Heini geschlagen. Mein Psycho-Pokémon wird aus irgendeinem Grund plötzlich keine Ruhe mehr geben. Ob das wohl an den Ruinen liegt oder vielleicht doch an dir. Also ich habe nichts verbrochen. Das kann ich dir schon mal voraus sagen. Herausforderung zum Psycho Umberto. Symbolara. Er setzt es ein, aber ich darf keins bekommen. Klar doch. Na schön. Fukano könnte das irgendwie schon deichseln. Ich denke, er schafft das. Gut. Erstmals. Ja, Feuerzahn. Autsch. Doppel-Autsch. Auweia. Das ist nicht gut, nix gut. Bitte sag mir nicht, dass es jetzt wieder ein Quickkill wird. Boah, ey. Bam. Boah, ey. Das wird hart. Also da muss ich wieder einen Trank einsetzen. Sorry. Oh Mann, ich glaube, jetzt hätte ich ihn doch mit Citrobeere ausstatten sollen. Aber dann hätte es weniger mit Feuerattacken ausmachen können. Na schön. Super Trank for the win. Aber das könnte dann zweimal angreifen mit Windschnitt die ganze Zeit. Und dann hätte ich keine Chance jetzt zu überleben. Verdammte Hacke. Aber noch ein Super Trank, dann ist es vollkommen geheilt. Dann kann ich noch einen einzigen Angriff versuchen. Ich hoffe, dass es kein Volltreffer wird. Ah, perfekt. Das ist noch besser. Die Attacke geht daneben. Und jetzt noch ein Feuerzahn. Komm schon. Jawolski. Und Symbolara ist erledigt. Excel erhält einen Haufen Erfahrungs... Wow, ganz schön viele. Mann, bist du stark. Wer in aller Welt bist du? Ich bin der zukünftige Pokémon-Meister. Ich scherz. Der alte Palast. Einst soll er ein zentraler Treffpunkt von Pokémon und Menschen gewesen sein, von dem aus die Besiedlung Einals begann. Alles klar. Okay, wo geht es hier runter? Oh, gibt es hier einen Schatz? Hä? Wie soll ich denn da? Ach, da oben gibt es noch einen Eingang und da gibt es noch einen Trainer. Und noch ein Pokémon? Was haben wir dieses Mal Feines? Och, ihr Ganovil geht mir echt schon auf den Sack. Das ganze Pokémon hier? Was ist nur mit denen los? Wo bleiben bitte schön die Pokémon, die ich möchte? Und wieder flüchten und weiter. Na, an der komme ich leider nicht vorbei. Ich brauche hier nur zu stehen und schon erfüllt ich eine seltsame Macht. Hä? Ich glaube, habe ich mich jetzt verlesen, oder was? Okay. Montserrat. Was für ein Name. Molimorba. Molimorba! Auch mal ein neues Pokémon. Und hat auch in Anime natürlich eine tragende Rolle gespielt. Es hat sich nämlich in Ash Zugokex verknallt. Ja, du hast die Holzkohle erschnüffelt. Okay, aber das wird dir nichts bringen. Flammenrad for the win. Boom. Ja, das ist schon eindeutig. Hä? Was wird denn das jetzt? Ja, ich brauche auch keine Items einsetzen. Ich greife einfach an. Und weg mit dir. Ob das jetzt für ein Level abreicht? Nicht ganz, Peiner. Und hier scheint aus irgendeine seltsame Macht auszugehen. Ach ja? Wird an einen Ort Geschichte geschrieben, bleibt dort immer eine seltsame Energie zurück. Ich kann sie spüren, all die Trauer und Freude. Wie du meinst. Was haben wir hier Feines?
Felsgrab. Eine Gesteinsattacke, nicht übel, sprach der Stübel. Okay, ich höre jetzt endlich auf, mal einen Spruch von Nils und LPM zu klauen. Und wir bekommen endlich ein Makabaya zu sehen. Okay, Axel, deine Chance. Sehr gut. Wenn wir dieses Pokémon fangen. Ah, ich bin wieder so blöd. Kein Flottball. Mann. Ich und mein... ja, was nützt dir das, wenn jetzt, Axel Mumie ist? Ich kann noch einmal Flammenrad und ich kann es, versuchen einzufangen. So geht es nämlich auch. Boah, ich dachte schon. Alter. Boah, aber das erhöht die Chance gewaltig. Ich habe Glück gegen Unglück gehabt. Gut, Superball, los, fang mir das Makabaya. 1 und 2 und 3 und aus. Makabaya wurde gefangen. Makabaya, das Seele Pokémon, es entsteht aus Seelen von längst begrabenen Menschen und kann sich immer noch an deren Vergangenheit erinnern. Interessant, interessant. Okay. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Also hier gibt es nicht mehr, oder? Habe ich mich irgendwie verguckt? Nein, mehr gibt es nicht. Also nur eines dieser, ich will hier raus. Ja, ich bin da durchgelaufen und da seht ihr es. Ich werde von den, wow, ich stehe direkt auf dem Item. Herzschuppe. Gar nicht schlecht. Mal sehen. Ach, da ist noch ein Trainer. Hallo. Dieser Ort erfüllt sich immer mit Eindrücken. Dieser Ort erfüllt mich immer mit einem erdrückenden Gefühl der Trauer. Sag, wärst du bereit, mit mir zu kämpfen? Na, unbedingt. Ich bin immer bereit. Eine Herausforderung vom Psycho Quint. Monozyto. Okay, Axel, das ist deine Chance. Wenn du jetzt gewinnst, erhältst du ein Level Up. Bingo, also Level 24, ist schon mal was ganz Schönes. Flammenrad. Jawohl, es geht auch noch verbrannt, das ist super. Der Lichtschild wird dir jetzt kaum helfen. Für Spezialattacken, ja. Ich habe aber physische Attacken, mein Lieber. Mein liebes Monozyto. Okay, jetzt noch einmal Flammenrad und bam und down. Axel ist wieder der große Sieger und erreicht Level 24. Jawolski. Diesen Kampf werde ich mich ein ganzes Leben lang erinnern. Ja. Sowas ist einfach unvergesslich. Okay, das war jetzt auch kein so gutes Kommentar. Mann, mir fällt einfach nicht so gute Kommentare ein bei solchen, Sprüchen. Sorry, Leute. Ich muss das wirklich noch üben. Ihr müsst ja wissen, ich habe erst vor ein paar Monaten angefangen zu Let's Playen. Und ich muss noch echt an meinen Kommentarstil feilen. Das dauert noch eine Weile, bis das richtig gut rüberkommt. Aber wie es ist so schön, auch die ganz großen Let's Player, die mindestens 10.000 oder sogar 100.000 Abonnenten haben, haben ganz klein angefangen. Auch dieser Palast wird irgendwann vollständig im Sand verschwinden. Bei den Gedanken daran kommen automatisch die Tränen. Ja, was stehst du hier noch so blöd rum? Wie soll der Tür verschwinden? Sonst wirst du auch noch von dem Sand verschlungen. Okay, das führt mich wahrscheinlich auch dorthin. Möchte ich mal drauf wetten? Ja, sag ich's nicht. Jetzt zieh ich mal beim Pokédex die Habitatsrate nach. Mal sehen. Ah, jetzt bin ich immer noch bei, verstehe, mit Select kann man das ändern. Ja, schau einer an. Da bin ich aber auch ganz schön schlau. Route 4? Hä? Ah, wir haben dort schon alle Pokémon gefangen. Sehr gut. Ah, und hier können wir uns eh die Info aller Pokémon ansehen. Okay, der alte Palast hier. Da gibt es noch einige Pokémon zu finden. Und der Wüstenresort. Hier gibt es auch noch was. Werde ich mal drauf wetten. Alter Fluchtweg. Da gibt es ja auch noch Pokémon genügend. Naja, wir werden sehen, wann wir diese Pokémon noch alle fangen können. Weil ich glaube, den alten Fluchtweg haben wir nicht zum letzten Mal gesehen.
Aber was es damit auf sich hat, weiß ich noch nicht. Das werden wir im Laufe des Let's Plays sehen. Gut. Tja, ich gehe mal zurück zu der Schwester und dann versuchen wir noch ein, Symbolara zu fangen. Vielleicht bekommen wir das endlich mal. Okay, dann heile mal wieder hübsch mein Team. Und auch meine Wunden, bitte. Nee, Scherz. Okay. Dann schauen wir mal. Ich glaube, es wird wohl kaum die Chance hoch genug sein, es wird wohl kaum die Chance hoch genug sein, dass jetzt gleich ein Symbolara erscheint. Aber Versuch macht klug. Wir finden bestimmt noch eins. Okay. Und zwar möglichst noch bevor der Part endet. Das Fahrrad kann ich ja nicht verwenden, da kann ich also deshalb nicht schneller werden. Also Lithomid ist schon mal was anderes, aber leider kein Pokémon, das ich brauche. Symbolara ist das Objekt meiner Begierde, ist das klar? Na schön. Ich muss erstmal noch mein Pokémon-Team ganz schnell überprüfen. Ja. Also hier ist noch einiges an Training erforderlich, weil die nächste Arena wird wahrscheinlich ganz schön hart werden. Vor allem, da wir es auch mit einem Flug-Pokémon, weil wir werden es mit Camilla zu tun bekommen und wenn sie ja nochmal eine Imolga einsetzt, da sind wir ganz schön aufgeschmissen. Aber wir haben ja zum Glück die Attacke Felsgrab bekommen, mit der können wir ganz schön was reißen. Jetzt kommt der Lithomid öfters, aber ich möchte kein Lithomid, ich möchte Symbolara. Wenn es bitte recht ist, bevor ich eine Aufnahme Neustart machen muss. Weil, jetzt habe ich schon bald die 18 Minuten erreicht. Nee, ich glaube, ich muss mal kurz noch eine Aufnahme Neustart machen. Also, Ladies and Gentlemen, es geht gleich weiter. Und jetzt, wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht noch einen Symbolara finden können. Komm, Symbolara, komm. Put, 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 put. Komm schon, komm schon. Mann! Jetzt werden die Lithomid ganz schön, häufig oder was? Alter Schwede. Ich würde aber auch, dass es nicht alles war, was wir im alten Palast gesehen haben, weil ich schätze mal, da gibt es noch irgendwo einen versteckten Eingang. So war es ja auch im ersten Teil so. Ich weiß es ja nicht, wie das jetzt wirklich genau sein wird. Aber wie schon gesagt, das werden wir noch im Laufe des Let's Plays sehen. Wir dürfen jedenfalls gespannt sein, wie sich alles noch entwickeln wird. Na endlich! Ich wünschte, ich könnte hier ein Selbstset machen, aber das ist ja kein Emulator. Aber dieses Mal bin ich schlau und setze einen Flottball ein. Und dieses Mal muss es klappen. Okay, Flottball los! Wenn er gleich in der ersten Runde eingesetzt wird, ist er am wirksamsten. Dann drückt mir die Daumen. 1 und 2 und 3 und drin! Jawolski! Symbolara wurde gefangen! Symbolara! Symbolara, das Vogelgleich-Pokémon. Vor langer Zeit war es der Wächter einer Stadt. Es legt auf der Suche nach Eindringlingen immer dieselbe Route ab. Wow. Der Kopf sieht dann irgendwie aus wie ein Inkognito. Ernsthaft. Schon ein ziemlich... Wow, ein ziemlich seltsames Pokémon. Also, liebe Leute, an der Stelle endet jetzt mein Part. Jetzt, wo wir dieses Pokémon gefangen haben und wir alle Trainer gesehen haben und ich will jetzt nicht weiter mit dem Itemradar nach Items abkratzen. Wir werden uns jetzt nach Rayono City aufbegeben. Ich werde noch ganz schnell hier mal mein Pokémon nochmal heilen. Und dann werde ich mich direkt vor das Tor zu Rayono City begeben. Und dann... diesen Part beenden. Ich werde mich jetzt schon schnell verabschieden. Naja, ich muss erstmal hierher finden. Das ist ganz schön weiter weg immer noch. Am besten setze ich jetzt schnell mal einen Schutz ein. Zum Glück habe ich ja auch ein paar davon gekauft. Wenn ich es erstmal finde. Ich möchte jetzt nochmal im Voraus sagen, wie immer, wenn euch diese Part gefallen hat, dann bitte ich wieder um einen Daumen hoch. Würde mich gerne über eure Unterstützung freuen. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Part, wenn wir uns nun auf nach Rayono City begeben. Jetzt kann ich... Ich wollte das Fahrrad... Okay.
wenn wir uns dann auf nach Iono City begeben. Oh, der Schutz hat aber ganz schön schnell aufgehört. Also in diese Richtung. Achso. Ja, ja, das kennen wir schon, das kennen wir schon. Mit den AP. Also, wie schon gesagt, Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, bis dann wieder beim nächsten Part. Also seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush40Freak89, danke fürs Zugucken. Und nachdem der Speichervorgang beendet ist, dann sage ich mal, liebe Leute, auf Wiedersehen und tschüss.